1822 wurde die Rabenauer Saline entdeckt und 1845 zum Salinensohlbad ausgebaut. Es war ein und ist ein bedeutendes Heilbad. Die Saline selbst wurde 1972-73 stillgelegt. Im Salinengarten kann man heute spazieren gehen. Diesmal bin ich im Schlossbad von Bad Rabenau. Ich war zwar hier schon im Rahmen meiner Osterwanderung vor ca. 10 Jahren, aber natürlich hatte ich da bei der Streckenwanderung überhaupt keine Zeit, nach speziellen Orten zu suchen. Und hier bin ich vor dem Schloss in Grombach. Dieser Wanderweg von Rabenau über Grombach nach Sinsheim ist auch als Jakobsweg eingezeichnet. Durch Flussauen am Itterbach entlang marschiert man mitten durch einen englischen Landschaftspark. Am Kalksteinbruch kann man schön die Schichten sehen, die das Meer abgelagert hat. Den Weg zum Schloss, wo normalerweise Hochzeiten stattfinden, heiraten zwei Weinbergschnecken schon mal schnell. So in den Eingang zum Garten. Und da hat man den Blick, das Schloss und den Schlosshof. Wir kommen an der alten Mühle. Ein Gasthaus, die Mühle direkt vor mir und gerade in dem Moment fängt die Bierpumpe an zu pumpen. Also so wie das Leben ist, es ist alles voller Nebengeräusche.